Jetzt mal wieder auf dem Weg zur Bidi Beach Bar, ne? Und sieht das nicht schön aus hier mit den Bananen? Einfach herrlich. Und jetzt hier durch die Bananen. Schön. Und da sind schon ganz viele Bananen dran, ne? Bidi Beach Bar. Schön. Noch sehr ruhig hier. Alles noch schön ruhig. Und hier, oh, eine schöne Brandung. Da draußen ist ein Boot. Aber hier so ein Badebereich ist ein bisschen eingezäunt, ne? Und wenn man so nach links rüber guckt, ne? Fast keine Menschen. Menschenleer. Ja, Leute, jetzt kurz ein bisschen baden gewesen. Oh, die Wellen sind doch ein bisschen doll. Und bin wieder rausgegangen. Tatjana ist das gar nicht rein. Tatjana mag nicht. Tatjana legt sich lieber in der Sonne. Die Wellen sind ein bisschen zu hoch. Jutta geht ja eh nicht baden. Aber es ist schön hier. Hier der kleine Junge. Der macht sich da so ein Gaudi draus. Da seht ihr dann mal, wie die Wellen kommen. Kommt gleich wieder große. Der schwebt ja eben so richtig in der Welle, ne? Da macht ihm Spaß, das ist doch Gaudi. Ja, wenn die Welle kommt, dann sieht man so, wie schnell das so vorne an gleich tief reingeht, ne? Aber einfach schön. Und da sieht man dann auch so, wie das Wasser so zerstäubt, ne? Und heute war ja kurz so im Fernsehen so eine Sendung, wo sie dann gezeigt haben, so im Wald, das verdunstete Wasser mit der negativen Ion und auch beim Wasserfall die negativen Ionen vom Wasser. Und das dürfte hier ja auch sein, diese negativen Ionen, die entstehen bei der Brandung, ne? Und das wirkt wohl so beruhigend auf Menschen. Deswegen ist man wohl so gerne am Meer, das Rauschen und dann diese negativen Wasserionen. Die sind wohl förderlich für die Gesundheit. Oh, jetzt hier in der Beachbar. Sehr urig. Richtig schön. Jutta und ich, wir wollen uns hier einen Tisch, was zu trinken bestellen. Tatjana liegt in der Sonne. Aber das Meer ist schön. Jetzt gibt es hier Porter Call to You und einen Tee. Chai hier. Tejikule. Sieht doch erstmal gut aus. Ne? Ja. Vitamindrink. Man schmeckt das richtig frisch gepresste. Schön mit Fruchtfleisch und eiskalt. Richtig schön, herrlich. Da draußen ist so ein kleines Boot. Das schaukelt ganz schön. Das ist ein ordentlich Wellengang. Oh, sieht das lecker aus? Okay, das Gelände. Trinken. Oder später? Später, Sonra. Sonra. Hm. Sieht das lecker aus? Dorade hier. Da ist ein bisschen Avocado-Mousse. Da noch ein bisschen Brot. Lecker. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Ein Paraglider am Himmel. Ohne Worte. Einfach schön. Leute, ich fahre jetzt noch mal im Wasser jetzt nach Essen. Das ist richtig warm, das Wasser. Also das muss mehr wie 28 Grad jetzt haben. Aber das ist keine Erfrischung. Das ist ja hier die Badewanne. Ne? Also richtig schöne Badewanne.
Hier sieht man auch meine Spuren, die aus dem Wasser gekommen sind. Und kaum Leute, ne? Kaum Leute hier. Da hinten da am Berg, da knallen die Wellen auch ganz schön. Teilweise peitscht richtig hoch. Ja, und dann, wenn man hier so guckt, da so die Beachbar, schön. Katja an der Sonnensee, Jutta sitzt hier im Schatten. Aber richtig schön hier. Ich liebe das hier. Und wenn man da so guckt, hier dort die Kasi Pascha, ne? Herrlich. Ja Leute, das soll es dann für heute mal gewesen sein. Ne? Falls es euch gefallen hat, Daumen hoch, Abo da lassen und ein auf die Glocke hauen. Dann bis zum nächsten Mal. Und jetzt wieder durch die Bananen durch, hin zum Auto. Jetzt sind wir nochmal im Stadtzentrum hier von Gazi Pascha. Und dann hier auf Sonntag, hier die ganzen Obst-Gemüsehände haben alle offen. Ne? Und da wollen wir noch ein bisschen einkaufen. Mal sehen hier, wo sie hier richtig schöne Pfirsiche haben. Pfirsiche. Schöne Pfirsiche. Die werden jetzt eingepackt. Und dann auch nochmal eine Tüte hier. Also 2 Kilo mindestens. 2 Kilo, ne? Die Leckerien auch.